So, herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2, der Definitive Edition. Wir befinden uns in den Indien-Kampagnen, genauer gesagt der Kampagne rund um Berber und haben, ja, in den letzten, also in den ersten beiden Szenarien wurden wir quasi aus unserer Heimat vertrieben und sind nach, als letzter Nachkomme Timurlenks und sind nach Indien geflohen, genauer gesagt Kabul ist unsere neue Heimatstadt. Und von da aus haben wir in bester Timurlenk-Manier sind wir erstmal losmarschiert und haben ein bisschen geplündert. Und nach dem Plündern sind wir losgegangen und haben gesagt, hey, wir würden gerne das Gebiet der ganzen indischen Sultanate übernehmen. Und der, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, der Obersultan hat gesagt, nö. Und Berber ist aber der Ansicht, dass ihm das Reich zusteht, das Land zusteht, weil er der Nachkomme von Timurlenk ist, der in Indien ja quasi, also der Indien quasi schon mal erobert hat. Und deswegen ist es rechtmäßig seins. Und der Obersultan hat gesagt, nö, und hat eine Armee von 100.000 Leuten gegen uns aufgestellt, gegen die 15.000, die Berber nur hatte. Allerdings haben wir ein Ass im Ärmel gehabt, nämlich Schießpulver, das wir nach unserer Plünderung bei den Türken gekauft haben. Und dieses Schießpulver hat am Ende die Schlacht entschieden in einem riesigen Blutbad und die Sultanate sind gefallen und uns gehört jetzt ein ziemlich ordentliches Reich. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Berber jetzt sonst noch will. Er hat ein gut gedeihendes Reich, er hat Städte, die an der Seidenstraße liegen, das heißt Geld ohne Ende. Und eigentlich könnte man jetzt zufrieden sein, sich zurücklehnen und seinen Lebensabend genießen. Aber die Geschichte geht noch weiter. Im fünften Szenario, die Rajputen, was auch, also ich weiß, das ist eine Bevölkerungsgruppe, soweit reicht mein Wissen. Da hört es aber schon auf und ich weiß nicht, was wir gegen die haben oder warum wir jetzt gegen die kämpfen. Ich bin gespannt. Nachdem ich mich als neuer Herrscher Nordindiens etabliert hatte, machte ich mich auf, mein neues Reich zu erkunden. Aber wohin ich auch ging, ich erlebte nur Schock und Enttäuschung. Den Menschen hier fehlten alle guten Manieren und sie zahlten ihre Steuern nie pünktlich. Keine der Städte, die ich besuchte, hatte eine Universität und es gab keine guten Pferde, keine leckeren Trauben oder süßen Melonen. Nichts. Die einzige Rettung waren die enormen Gold- und Silbervorkommen. Reichtümer, die die Rajputenreiche im Westen neidisch und misstrauisch auf mich blicken ließen. Ich wusste, dass ich diese unabhängigen Prinzen, die selbst Lodi nicht unterwerfen konnte, nicht unterschätzen durfte. Aber es war schwierig, meine Männer zum Kampf gegen sie zu motivieren. Viele der Soldaten, die mit mir aus Kabul angereist waren, waren enttäuscht, dass unser Feldzug nicht mit einer traditionellen Timuridenplünderung geendet hatte. Wie ein Schwert, das zu viele Schlachten gesehen hatte, war ihre Loyalität abgestumpft. Ich musste alles aufbieten, um sie zum Bleiben zu bewegen. In einem demütigen Akt, der symbolisch für das stand, was ich nun von meinen Anhängern verlangte, verschüttete ich öffentlich eine ganze Ladung afghanischen Weins, auf den ich mich seit Monaten gefreut hatte. Meine Männer waren zu Tränen gerührt, als ich verkündete, dass ich nie wieder Wein trinken würde, denn sie wussten, wie sehr ich solchen weltlichen Freuden zugetan war. Als ich Allah um seinen Segen bat, hielten meine Soldaten ihre Waffen hoch und stimmten zu. Als die Loyalität meiner Krieger geschärft war, begann ich mich auf den Krieg vorzubereiten. Der Typ ist so ein bisschen ein Enigma für mich. Man sieht eindeutig den Timurlenk in ihm durchkommen. Aber Timurlenk war mehr oder weniger nur plündern und hat sich relativ wenig um anderes geschert. Und er hat so ein bisschen auch die Intelligenz seiner Mutter geerbt. Dass er weiß, er alleine wird nicht ausreichen, um Kriege zu gewinnen. Und er braucht auch die Loyalität seiner Leute. Immerhin etwas. Mich wundert, dass er überhaupt Alkohol trinkt. Dürfen die das nicht eigentlich nicht? Wohl. Ich habe keine Ahnung. Ich sag da besser gar nichts zu, weil ich viel zu wenig Ahnung habe.
So, Hauptziele. Wählen Sie eines der folgenden Ziele. Besiegen Sie die beiden Rajputen-Fraktionen, das Königreich Amber und das Königreich Mewar. Oder errichten Sie ein Weltwunder und verteidigen Sie es. Okay. Weltwunder klingt eigentlich ganz cool. Wir haben sogar direkt die Ressourcen für eins. Berber kann eine Bevölkerung von 200 unterstützen. Wieder einmal sieht sich Berber einer zahlenmäßig überlegenden Feind gegenüber. Erkunden Sie die Karte und suchen Sie nach Verbündeten, die Sie im Kampf gegen die Rajputen unterstützen können. Im Gegensatz zum besiegten Delhi-Sultanat setzen die Rajputen Schießpulver ein, das sie von portugiesischen Händlern erhalten haben. Es wäre klug, die Europäer so schnell wie möglich zu vertreiben. Okay. Sie können sich für eine defensive Strategie entscheiden und ein Weltwunder erbauen oder selbst in die Offensive gehen. Ihre Gegner werden allerdings auf ihre gewählte Strategie reagieren. Als Hindustani können Sie Karawansereien bauen, um die Geschwindigkeit von Marktkarren in der Nähe zu erhöhen. Indische Dörfer, die sich Ihnen angeschlossen haben, werden Ihnen ihre Marktplätze öffnen. Okay, das heißt, wir haben Handel. Unsere Späher berichten sehr viel. Berber residiert in seiner neuen Hauptstadt Agra, einem ehemaligen Machtzentrum des Delhi-Sultanats. Die Stadt ist gut befestigt und Berbers Gefolgschaft hat genügend Rohstoffe gesammelt, damit er ein Weltwunder bauen oder früh eine große Streitmacht aufbauen kann. Im Westen besteht die feindliche Konföderation der Rajputen aus den Königreichen Amber und Mewar. Amber wird vor allem Infanterie ausbilden, aber auch Elefanten, Bogenschützen und Chakramwerfer ins Feld führen. Mewar wird sich im Kampf größtenteils auf schwere Kavallerie, Kamelreiter, Chakramwerfer und Bogenschützeneinheiten verlassen. Die Rajputen werden außerdem Schießpulvereinheiten ausbilden, solange sie Handelsbeziehungen mit den Portugiesen pflegen. Söldner afghanischer Herkunft durchstreifen auf der Suche nach einem neuen Herrn den Norden. Mit genügend Gold kann Berber ihre Treue und ihre Kavallerie vielleicht für sich gewinnen. Okay, das ist glaube ich so das Erste, was ich machen will. Verbündete. Portugiesische Händler wurden an der Westküste gesichtet, wo sie mit den Rajputen Handel treiben. Es wäre von Vorteil, dieser gefährlichen Allianz ein Ende zu bereiten. Der andauernde Krieg hat viele Dörfer schwer mitgenommen. Berber könnte deren Bewohner für sich gewinnen, wenn er ihre zerstörten Dörfer wieder aufbaut. Okay. Das Sultanat Delhi ist zerschlagen. Also erkennen die Rajputen ihre Chance, die Macht wieder zu erlangen. Berber! Seid versichert, dass wir das nicht zulassen. So, erst einmal möchte ich hier so ein bisschen Befestigungen bauen. So, wir haben schon zwei Ställe. Wir sind schon in der Imperialzeit. Ich hätte gerne einen Speer. Ah, ne, ich habe schon einen Speer. Den lasse ich mal so ein bisschen erkunden. Du gehst mit Holz abbauen. So. Wehrpflicht. Die Landbevölkerung hat jahrhundertelang unter Krieg gelitten. Vielleicht können wir die Loyalität der Bauern gewinnen, indem wir ihre heruntergekommenen Siedlungen reparieren. Okay. Ich kann das nicht reparieren. Egal. So. Erstmal brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Armee. So, weiter erkunden gehen. Und ich baue erst einmal eine Economy in irgendeiner Form auf. So, imperiale Kamelreiter dauern noch ein bisschen. Ah, das passt schon. Zunächst einmal müssen wir uns darum kümmern, hier irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich würde gerne einen dieser Kamelreiter hier hinschicken.
So. Mann, diese beiden. Ich muss einen Marktplatz zum Handeln finden. Das stört mich, dass ich die ganze Zeit zwei Untätige habe. Berber, man erzählt sich, ihr teilt die Kriegsbeute gerecht auf. Was meint ihr? Gibt es in euren Reihen noch Platz für erfahrene Reiter? Ah, das sind die. Was wollt ihr? 1000 Gold, okay. Da kümmere ich mich jetzt als erstes drum. Warte, besitzt ihr denn einen Marktplatz? Ihr besitzt doch bestimmt einen Marktplatz, oder? Natürlich besitzt ihr keinen Marktplatz. Nur eine Kavanserei. Karawanserei. Das ist schwer auszusprechen. So. So, was ich auch brauche, sind noch ein paar mehr Ställe. Unsere Späher berichten, Nirmata, dass die Rajputen-Armeen unterwegs sind. Nirmata, Nirmata, sie werden uns bald angreifen. Lakkadhara. Okay. Ich baue schon Gold ab, so schnell ich kann. Wo sind einzelne Leute, laufen hier rum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gucken wir mal, wer übrig bleibt. Gib mir meine 1000 Gold, perfekt. Grün. Ach ja, stimmt. Ich zahle ja Steuern da drauf. Müssen wir erstmal noch kurz Bankwesen entwickeln. So, das ist zum Glück nicht weiter tragisch. Okay, und rot sollten wir zuerst angreifen, hat das Szenario gesagt. So, Bankenwesen ist sofort fertig. Komm. Na? Na? So, okay, Schritt 1. Indisches Gold. Das einzige, was heller leuchtet als Namaste, die Mähnen unserer edlen Pferde. Kommt, Männer! Von nun an reiten wir mit den Mogulen! So, das hätten wir schon mal. Namaste, Lakkadhara. Und jetzt muss ich anfangen, mal ein bisschen Kamele zu basteln. Außerdem würde ich ganz gerne den Bereich hier ein bisschen besser schützen. Wir sind nicht mehr die einzigen, die in der Schlacht Schießpulver einsetzen. Portugiesische Händler verkaufen Arkebusen an die Rajputen. Zeigen wir diesen ungläubigen iberischen Hunden, dass sie hier nicht willkommen sind. Oh Gott. Wenn sie mit unseren Feinden Geschäfte machen. Da kommt gerade ein bisschen viel auf mich zu. Ich muss die Kanonen erwischen. Ah, okay, mein Verbündeter kommt mir aber zu Hilfe. Das hat sich also zumindest gelohnt. So, und hier waren aber genau. So. Okay. Wir haben die Kanonen, das ist das Wichtige.
Kommt auch direkt. Oh mein. Ach nee, das sind meine Leute. Okay, 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 okay. Ich wollte gerade schon Panik schieben. So. Einfach nur sicherstellen, dass die hier nicht. Ups, dass die hier nicht ganz so easy reinlaufen können. So, okay. Die sind zur Verteidigung hier. Das heißt, ich kann jetzt erstmal in Ruhe Einheiten ausbilden. Die haben sehr viel Spaß mit meinem Stall. Den dürfen sie gerne haben. So. Da ist noch Gold. Ich würde gerne wissen, muss ich diese Städte noch zurückerobern? Das sollten wir als erstes mal rausfinden. So. Okay, danach sollte ich, beziehungsweise... sollte ich sicherstellen, dass hier zu ist. Ha. Adish Nirmata. Mann, der mag echt keine Dorfbewohner. Ah, der kommt hier direkt mit. Könntest du die Trieböcke nicht ignorieren? Das wäre herzallerliebst. So. Ich baue hier mal noch zwei neue Ställe hin. Weil ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut, wenn der die angreift. Und danach holt er mir das Gold hier unten. So, okay, erstmal meine ganzen Leute hier zurückholen. Was machen die Dorfbewohner da? So, geht mal hier hin und repariert das irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das mit dem Reparieren mache. Indische Dorfzentren repariert. 0 von 4. Da ist die Fetoria. Da müssten wir eben mal rausfinden, was diese Fetoria überhaupt kann. So. Ich denke, ich bin dann jetzt einigermaßen. Ich würde gerne hier noch Rüstung ausbilden. Bald ich kann. Und vorher muss ich rausfinden, wie ich diese Dorfzentren eigentlich repariere. Ich würde gern handeln für Gold. Ah, okay. Machen die. Perfekt. So. Ich sollte ganz kurz überprüfen. Wenn ich dir sage, du sollst da rausgehen, dann... Okay, dann läufst du hier ganz außen rum. Perfekt, so wie es sein sollte. Ihr geht schon mal darüber. Mein Marktplatz, sage ich, es soll mehr Leute ausbilden.
So. Jetzt werde ich da unten angegriffen, ist ja klar. Wir befürchteten, ihr wärt nur ein weiterer Timurlenk. Aber im Gegensatz zu ihm seid ihr großzügig und barmherzig. Wir folgen euch, Babel. Okay, sie folgen mir, das ist super. Namaste. Namaste. Kane. Okay, nächster Schritt, die Roten rausnehmen. Müssen dazu irgendwie die Fetoria killen. Das bedeutet für mich, ich brauche eine Waffenschmiede, beziehungsweise ich nehme sogar direkt zwei. So, und ihr geht mal mehr auf der Seite Holz abbauen, weil die kommen ja irgendwie immer von da. Wir haben mittlerweile eine gute Armee. Hier stehen, das gefällt mir. Wo ist der eine Speer, den ich ausgebildet habe? Okay, wir haben Handel auf jeden Fall. Und der ist auch einigermaßen gut geschützt. Sollte nicht so schnell jemand hinkommen eigentlich. Trotzdem brauchen wir mehr Gold. So. Ah, ich brauche erst noch Chemie. Okay. Außerdem baust du mir hier mal ein Kloster hin. Ja, ich weiß, ich habe nicht genug Holz. Ich glaube, fast alle meine Holzarbeiter wurden gekillt. Okay. So, meine Kamele sind fleißig. Okay. Plündern wir das da schon mal. Die töten die. Ah, okay. Mein Verbündeter macht wieder gute Arbeit. Hier ist mein Speer. Ich hätte gerne, dass der so ein bisschen guckt, was haben die Portugiesen hier. Okay, du gehst da immer noch durch. Also bauen wir da noch ein Haus in den Weg. Okay, wir kümmern uns um Rohstoffe. So, meine Holzproduktion lagere ich aus. Ah, das ist nicht wenig. Der hat hier Kanonen stehen, auch Kanonentürme. Okay, bereiten wir den großen Angriff vor.
Adesh Khanek. Zack, ein neues Feld. Beziehungsweise bauen wir hier ein Tor in die Mauer vorher. So, der stellt da wieder seine Trieböcke hin. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich werde die... Der hat aber meiner Meinung nach nicht genug Infanterie, als dass ich... dass es sich für mich lohnen würde. So, okay, wir... können auf jeden Fall ganz gut Leute ausbilden, das gefällt mir. Namaste. Ich werde aber auch eine Universität Nirmata. Brauchen. Nirmata. 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 Was ist noch das Problem? Wo werde ich angegriffen? Achso, ein einzelner Chakramwerfer. Uhu. So. Okay, dann kümmern wir uns als nächstes um die großen Probleme, aka den Typen. So. Okay, meine Elefantos sind unterwegs und werden von euch hier begleitet. Adesh, Mist, Mistri, Lakkadhara. Mistri, Lakkadhara. So. Okay, dann wehren wir diesen Angriff ab und schicken euch ebenfalls mit darunter. Die gehen weg hier. So, 9 untätige Dorfbewohner. Herr Marktkarren. Ihr lauft bitte nicht alle denen hinterher. Danke. Beides, ehrlich gesagt. So. Vittoria ist in Arbeit. Der hat meinen Elefanto bekehrt. Aber die Vittoria sollte das nicht überleben eigentlich. Ja, die wird sterben. Das ist das Wichtige. Sehr, sehr gut. Damit haben wir quasi das größte Problem beseitigt. Wir haben auch unwesentlich viele Kamele wieder. So, das heißt, wir müssen jetzt demnächst mal hier anfangen, einen großen Angriff zu starten. Ja, das war's mit den Portugiesen.
töten noch die paar Leute, die hier sind. Dann macht ihr euch mal auf den Rückweg. Okay, wo werde ich angegriffen? Greift er mich an oder reitet... Na, der erkundet nur. Das Gute ist, da wir so viele... Karawanen hier rumlaufen haben, sollten wir... So, die Reliquie ist mein. Die Reliquie versuchen wir uns auch noch zu holen. Und außerdem... So. Okay, damit sollten wir eigentlich set sein. Ich stelle so rein aus Vorsichtsgründen hier auch mal noch eine zweite Burg hin. Man weiß ja nie. Hat der ernsthaft meine ganzen Leute da gekillt, nur weil sie 5 Minuten lang woanders waren? Okay, der Blaue ist eigentlich der nervigste im Moment. So. Wir haben zum Glück nicht gerade wenig Kamelos. Ah ne, der Türkise fightet auch ganz gut. So, Chemie- und Belagerungsingenieure, damit wir uns Kanönchen bauen können. Die sollten jetzt keine Kanonen mehr haben. Also das müssten die letzten sein. Hol mir die letzten Upgrades, die ich noch brauche und fange dann schon mal im Hintergrund an, ein bisschen anderen Shit zu bauen. So. Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, dem hier eine Burg hinzustellen. Einfach um den ein bisschen mehr auch noch, also ein bisschen besser auch noch mitzuschützen. Wo will der hin? Der will aber nicht zu meinen Handelskarren, oder? Nee, der will zu meinen Dorfbewohnern. Namaste. Namaste. Warte mal, der hat fast kein Leben, dieser eine Reiter. So, baue ich hier auch noch eine Burg hin. Und wir können unseren Handel wieder fortsetzen. Adish, Nirmata, ha, Nirmata. Er greift jetzt meine Handelskarawanen an. Ich glaube, es geht los. Egal, die Burg ist quasi fertig. Die Burg. So. Wow, der kommt hier wirklich mit allem an, ne? Okay, da muss ich dann doch meine Armee hinschicken. Läuft bei ihm. So, okay. Das heißt, wir werden uns tatsächlich jetzt um einen von denen kümmern müssen. Das Gute ist, wir haben im Moment, hatten noch relativ viel Gold. So, dann überrollen wir die mal schön von hinten. War das nötig? Aber interessant, dass der rausgefunden hat, wo er angreifen muss.
um mir tatsächlich weh zu tun. Namaste. So. Nirmata. Main taiyar hu. Ich hab doch hier bestimmt irgendwo noch Stones. Nee, scheinbar nicht. Interesting. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Angriff über. Es wird mir hier nämlich langsam zu doof. Okay. Ach, das ist doch nicht sein Ernst. Gott, ist der Typ nervig. Wo sind meine Kamele hin? Da. Hört auf, diesen Typen zu verfolgen. So. Okay. Jetzt müsste es ja funktionieren. Greift hier immer noch meine Burg an, aber meine Burg sollte zumindest, also ich werde die nicht manuell verteidigen, da müsste sich der, muss sich schon der Grüne selber drum kümmern. So. Wenn wir dieses Nest hier weg haben mit den ganzen Türmen und so, dann bin ich schon einigermaßen glücklich. Ich meine, das Gute ist, wir haben wirklich viele Kanonen. So. Okay, next one. Okay. Tschüss, Burg. Das wäre die Burg gewesen. So. Okay, auf das Dorfzentrum. Weitere Dudes reinschicken. Lasst den Strom der Kamele niemals enden. Ganz wichtig, sorgt dafür, dass diese dämlichen einzelnen Elefanten nicht durchkommen. So, wieder ein Turm weg. Dorfzentrum weg. Also meine Ersatzkamele da. Gott, sind die nervig. Die wollen wirklich unbedingt meine Kanonen haben. Na, länger werde ich sie nicht verteidigen können. Aber eigentlich müsste das den Typen ziemlich geschwächt haben. Okay, da oben steht noch eine Burg.
Um die müssen wir uns noch kümmern. Erstmal muss ich meine Kamelzahlen wieder erhöhen. So. Das heißt, ich sammle erstmal mal meine ganzen Kamele wieder zusammen. Ich meine, die haben ja immer noch den Spaß ihres Lebens. Aber ich ziehe die trotzdem mal zurück. Können die noch gebrauchen. So. Ihr geht da runter und repariert das Ding mal. Ich habe hier zum Glück auch schon wieder genug neue Kanonen stehen. Und ich muss meinen Handel mal ein bisschen erhöhen. Ich hätte aber auch gerne wieder einen Speer. Muss ich dazu sagen. Namaste. Dem da oben könnte ich auch handeln, aber das wäre Selbstmord. So, ihr greift, na, wobei. Okay, ihr greift in der Reihenfolge den Spaß an. Und meine Kamelos unterstützen euch dabei. Die gehen mal erstmal hier hin. Dann gucken wir mal, was passiert. Och, Junge. Der immer mit seinen einzelnen Gammeleinheiten, die er irgendwo herholt. Wo findet der Typ die immer? So. Bisschen Handel erhöhen. Natürlich stehen Random-Ass-Einheiten irgendwo rum. Wie es immer ist. So, und ich hätte gerne dich hier unten mal ein bisschen auf Erkundung geschickt. Wir danken euch, Babel, dass ihr unser Dorf gerettet habt. Wir versprechen, euch als treue Untertanen zu dienen. So. Dann wollen wir mal. Zum Angriff übergehen. Der hat seinen Tribok ziemlich dämlich da platziert. Muss man ihm lassen. So, gibt's hier unten irgendwo. Ah ja, da gibt's Gold. Perfekt. Okay. So, ihr habt weiterhin ausgewählte Ziele, wisst aber wohl nicht ganz, wie man sich steuert. Meine Kanonen sind ein bisschen am Surfen. So, der ist weg. Ah. Junge. Greif doch auf einer besser befestigten Seite an. So. Ja, fahrt noch 20 Mal im Kreis, damit der Turm auch wirklich jeden von euch killen kann. Was für Deppen. So. Ah.
So. Der Grüne kommt mir jetzt wenigstens zu Hilfe. So. Okay, die Burg ist weg. Nice. So. Zack. Okay, das Dorfzentrum ist das letzte, was hier wirklich gefährlich ist. So. Mann, der Blaue ist echt tierisch ätzend nervig. Wir haben den Radspielen einen schweren Schlag versetzt. Eines ihrer Königreiche ist zerschlagen. Der Typ Kiese ist weg, das heißt, ich habe jetzt hoffentlich erstmal Zeit, mich hier ein bisschen zu sammeln wieder. Namaste. Versucht mal das da zu reparieren. So. Und ich muss jetzt erstmal meinen. Also mein Goldverbrauch ist im Moment echt schlimm. So schnell wie ich hier durch das Gold durchgehe, das ist schon nicht mehr feierlich. So. Mach ich wieder meine Viererstelle. Weil warum nicht? Ja, die haben auch den Großteil meiner Holzfäller abgeschlachtet, merke ich gerade. Sollte ich wieder ausgleichen. Dann benutze ich außerdem den Markt, um hier ein bisschen Rest auszugleichen und wir gucken, dass wir erstmal unsere Kamelzahlen wieder so weit erhöhen, dass wir hier auch was abwehren können. Ich kriege auch die ganze Zeit Tribute, das ist relativ praktisch. Das nächste Dorf ist gleich durch. Ah, der hat hier sogar meine Burg abgerissen, ist ja interessant. Hatte wohl echt keine Lust da drauf. Werde ich hier angegriffen? Ach, die töten die restlichen Leute von mir, die hier noch sind. Das ist egal. Ist jetzt nicht schön, aber. So, das nächste Dorfzentrum ist gleich fertig. Beziehungsweise, warte, so geht das nicht. Danach geht ihr. Dass ihr unser Dorf gerettet habt. Wir versprechen, euch als treue Untertanen zu dienen. Dann bin ich mal gespannt, ob die da ankommen. So, wir haben wieder ganz gut 1, 2, 3, 4, 5. Eine hätte ich gerne noch. Und 6. So, dann holen wir uns wieder 6 Kanönchen. Und ihr baut mir hier mal wieder eine Burg hin. Damit mein Handel ein bisschen besser geschützt ist. Und ich will endlich diese Reliquie haben. Da steht noch ein Speer von mir rum. Der könnte mal gucken. Was gibt's eigentlich hier hinten? Hier ist so ein großes, leeres Gebiet. Ich hätte auch einen Hafen bauen können und mit Galeeren hier rumsegeln können, oder? Ich meine,
Es wäre vielleicht sogar gar nicht so rein technisch gar keine dumme Idee. Nehmen wir das Zeug dafür. Und mir mal. Ah, ich kann hier keine Häfen bauen. Ah, doch, kann ich. Warte, da. Und da. Mach das mal. Weil ich sehe hier diese Burg und die ist in perfekter Reichweite für Kanonengaleeren. Ah ja, die haben meine Goldarbeit. Woher wussten die, dass ich da unten Goldarbeiter habe? Frage ich mich. Interessant. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie illegale Sicht auf meine Leute haben. Kann das sein? So. Bauen wir mal den ganzen Kram aus. Da muss ich aber gucken. Ah, ich habe in der Schmiede schon alles geholt. Sehr schön. Meine Typen reparieren das letzte Dorf. Und ich hol mir mehr. So. Dann baue ich... 1, 2... Ah ja. Moment. Erstmal ein bisschen verkaufen. Ah, Nahrung nicht. Ich habe nur 16 Feldarbeiter. Das ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Namaste. So. Kanonenschiff 2, 3, 4, 5, 6. Und ein paar Galeeren dazu. Weil nicht. Wir danken euch, Babel, dass ihr unser Dorf gerettet habt. Wir versprechen, euch als treue Untertanen zu dienen. Cool. Okay, der greift den Blauen an, das gefällt mir. Der schickt hier natürlich... Wo sind eigentlich meine ganzen Kamele? Ach, die stehen hier rum. Ab da oben gerade, da sind wieder zwei Trieböcke. So. Bauen wir mal weiter Schiffchen. Ein paar mehr Galeonen nehme ich dann wohl auch. So. Es ist aber eigentlich, glaube ich, finito. Ich bezweifle, dass der... Ich habe basically unendlich Gold. Ich habe jetzt auch endlich meine zweite Reliquie mal nach Hause gebracht. So. Ah ja, guck mal. Habe ich ja genau rechtzeitig Schiffe gebaut. So. Dann wollen wir mal ausziehen und das Ganze hier in eine Seeschlacht verwandeln. Zumindest teilweise. Sollte relativ viel von ihm mit den Kanonenbooten auseinandernehmen können. Und da er keine Kanonen mehr hat, so. Zack. Geht ihr die Burg nerven? Elite-Kanonenschiff. Noch mehr Elite-Kanonenschiffe. So. Aua.
Der hat definitiv glühendes Geschoss. Diese Burg muss weg. Und zwar so schnell es geht. Okay, diese Burg muss da endlich weg, damit ich da stehen kann. Und diese Burg hat echt unendlich viel Leben, ne? So, das Gute ist, mein Verbündeter ist hier auf dem Landweg sehr umtriebig. Oh, Halleluja! Die Burg hat aber mal viel zu viel ausgehalten. So. Okay. Meine Häfen bauen weiter fleißig Galeonen, aber ich nehme auch noch ein paar Kanonenschiffe. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier so am Rand entlang. Und nehmen mal alles, was wir hier sehen, auseinander. So. Okay. Ihr habt nichts zu tun. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo Gold, oder? Hat der nicht noch welches? Nirmata, Nirmata. Da ist ein bisschen Gold. Oh nein, ich werde von Triebirken attackiert. Was? Wie viele Kanonen da gerade... Hör auf, da die ganze Zeit neue Felder zu bauen. So. Okay, das Dorfzentrum nehmen wir dann auch weg, weil dann hört er endlich auf, da mit Feldern meine Schiffe abzulenken. Sehr schön. Das wäre das gewesen. Okay, ich könnte theoretisch, wenn ich gerade eh dabei bin, gleichzeitig auch noch einen weiteren Angriff starten, indem ich meine Kanönchen und meine Kamelos mal alle hier hinstelle. Und ich würde gerne... Nee. Euch dieses Tor zerstören lassen. So, da hinten ist noch irgendwo ein Hafen. So, dass ich hier nämlich wenigstens auch direkt in die City reinkomme. Perfekt. So, und dann gehen meine Kanonis mal gucken, was wir hier sonst noch so haben. So, ich habe nämlich... Oh Gott, ich kann direkt bei ihm in die Stadt reinfahren. Ja, das wird nicht gut für ihn enden. Ja, meine Kanonen sind unterwegs. So, dann nehmen wir ihm den Hafen hier ab. Damit wir weniger mit dem ganzen Mist zu tun haben. Ah ne, der ist da nur außenrum gelaufen. Ah.
I understand. So. Da ist die nächste Burg. So, und wir gehen mal, würde ich sagen, zum Hauptakt über und schicken jetzt unsere Armee rein. Okay, ich habe nicht gesehen, dass da noch ein Turm ist. Das wird jetzt unangenehm. Der muss ganz schnell da weg. Einfach nur gucken, dass ich keine Schiffe verliere. Nein, nicht angreifen. Wie lange braucht ihr, um diesen Turm zu töten? Halleluja. So, dann töten wir jetzt die Burg. Sehr gut. Meine Kamelos sind unterwegs. Dorfzentrum ist unter Attack. Okay, ich glaube, die Schiffe hätte ich, auf die Idee hätte ich mal früher. Obwohl, ja, ich glaube, bei dem Typen hätten die Schiffe mir, ja, ich hätte auch einiges von ihm angreifen können. Hätte ihn wahrscheinlich nicht besiegt, aber... So. Das Dorfzentrum hat mit 19 HP überlebt. Das dürften wir hinkriegen. Okay, die Burg ist auch weg. Boah, ich denke, das war's dann. Würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass der hier noch groß was hinbekommt. Ah, Moment. Was wir noch machen können, wo wir gerade dabei sind, ist... Burg... Weltwunder. Timur Lenk mag einst nur zum Plündern und Erobern in dieses Land gekommen sein. Doch wir sind anders. Bieten wir diesen Rajputen einen Anblick, wie noch kein Sohn von Amba oder Mewa bestaunen durfte. Ja, wir bauen ein Weltwunder in den letzten paar Sekunden. Einfach nur aus Disrespect. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, das fertig zu kriegen. Was zum... auch immer der da versucht. So. Los. Ihr schafft das bestimmt. Oh, warte, soll ich noch mehr Disrespect machen? Wartet. Bauen dann noch ein Weltwunder. Weil. So. Okay, mich wundert allerdings, dass der noch nicht aufgegeben hat, weil ehrlich gesagt, viel ist nicht mehr wirklich übrig von ihm. Schaffen wir es noch, das Ding fertig zu kriegen? Nein. Aber immerhin, wir haben mit dem Bau von 2 Weltwundern angefangen. Ich könnte mir noch ein paar Steine kaufen und dann noch 5 bauen, aber... Lassen wir es mal gut sein. Ich gebe denen jetzt aktuell. Die sollen hier Spaß haben beim Plündern. Der wird schon irgendwann tot sein. Also ich meine, er hat... Ah, okay. Von nun an seid ihr wirklich der einzige Mann, der sich als Herrscher über Indien bezeichnen kann. Es lebe Babur, seine kaiserliche Majestät. Yay. Moment mal, warum habe ich gerade... Ich habe gerade den Erfolg persischer Sieg bekommen. Ich habe doch gar nicht Persien gespielt. Ah. Wahrscheinlich, weil es im Gebiet war? Keine Ahnung. Egal, wir haben gewonnen. Wir haben leider unsere Weltwunder nicht mehr fertig gekriegt. Das tut mir sehr leid. Nachdem die Rajput-Allianz zerschlagen war, gab es niemanden mehr, der es wagte, mich herauszufordern. Ein großes Fest wurde abgehalten, um meinen Sieg zu feiern. Jeder, der mir auf meinem beschwerlichen Weg zur Macht zur Seite gestanden hatte, erhielt eine Einladung. Und natürlich alle Nachkommen von Genghis Khan und Timur Lenk. 40.000 Gäste folgten der Einladung, darunter Prinzen aus Persien, Veteranen aus Kaschmir
und sogar Bürger, die mir auf die eine oder andere Weise einen Gefallen getan hatten. Was mich jedoch am meisten freute, war die Ankunft von etwa 100 afghanischen Bauern aus Transoxanien, die mir während meiner Tage in der Wildnis Schutz gegeben hatten. Ich hatte den Mut dieser Hirten nie vergessen. Und sie hatten mich offensichtlich auch nicht vergessen. Ich lachte zwar über die Dummheiten meiner Kameraden und tanzte nach Herzenslust mit den fröhlichen Bauern, aber es war nur gespielt. Im Inneren bleibe ich ein Fremder, allein in einem fremden Land. Ja, seine Heimat hat er scheinbar nie, also seine wirkliche Heimat hat er scheinbar nie zurückbekommen. So, gucken wir nochmal kurz auf die Karte, aber ich glaube, wir sind eigentlich überall gewesen. Ja, im Prinzip, sobald die Europäer weg waren, ging's eigentlich. Kamele waren natürlich unser Brot und Butter, aber vor allem keine Goldprobleme. Ich bin richtig warte, ich will wissen, wie viel Gold haben wir? Wirtschaft. 36.000 gesammeltes Gold und dazu 14.000 Handelsgewinn. Und bis auf 7.000 habe ich davon wirklich alles ausgegeben. Also teuer, 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 was wir da gemacht haben. Aber wirklich Probleme hat es mir nicht bereitet. Tatsächlich, ich hätte gedacht, das Szenario wird schwieriger, so wie es am Anfang klang. Aber die Angriffe von denen waren relativ moderat und auch, also mal davon abgesehen, dass ich beeindruckt bin, dass die KI erkannt hat, dass meine Schwachstelle der Handel ist. Und hätte der da ein bisschen aggressiver angegriffen und tatsächlich dafür gesorgt, dass ich meinen Handel nicht wieder aufbauen kann, dann hätte das wirklich schnell ein Problem werden können für mich. Aber das hat er nicht gemacht, also bin ich glücklich. So, ich habe eine Bekehrung gemacht. Yes. So, kehren wir zu Kampagnen zurück. Also, der Berber ist irgendwie ein seltsamer Typ. Also, man merkt, dass er der Nachfahre von Timo Lenk ist. Vor allem in seinen Raubzügen und wie er mit seinen Feinden umgeht. Moment. Entschuldigung. Es ist Allergiesaison. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ja, aber man sieht auch gleichzeitig die... Ja, Timo... Ich will jetzt nicht sagen Gerissenheit, weil Timo Lenk hatte auch ordentlich was auf dem Kasten militärstrategisch. Aber er weiß halt auch, wie man mit Verbündeten umgeht. Und was mir sehr gefällt, als König tanzte zusammen mit den Bauern, die ihm geholfen haben. Ich glaube, es gibt nicht viele Könige, die sich dazu herablassen würden, mit normalem Volk überhaupt zu reden. Also zumindest Respekt dafür, auch wenn man sagen muss, seine Raubzüge. Ich meine, er war halt wirklich, er wurde ja aus seiner Heimat vertrieben und das Land, das er eingenommen hat, ja, es war vorher von Timo Lenk, aber das ist auch ein bisschen schwierig, weil jetzt sind halt andere Leute da. Also... Interessante Geschichte auf jeden Fall und vor allem, dass er es geschafft hat, sich quasi so, naja, ich will nicht sagen ganz Indien, aber einen Großteil von Indien zu krallen, ist schon beeindruckend. So, das war auf jeden Fall Berber. Ich muss tatsächlich sagen, die Kampagne war sehr viel mehr Standard als die letzten Kampagnen, die wir gespielt haben. Also weniger irgendwie besondere... Mechaniken oder irgendwie so etwas, aber ich finde vom Stil, wie die Szenarien gelaufen sind, waren die ziemlich cool aufbereitet, mit wechselnden Zielen und allem, ziemlich cool gemacht, plus sowieso jede Kampagne, bei der ich im Großteil meine eigene Produktion habe, kriegt einen Daumen hoch von mir. Naja, auf jeden Fall, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge, ich weiß noch gar nicht, muss mich noch entscheiden, ob wir mit den Draviden oder den Bengali weitermachen. Mit Rajendra, ich glaube, das wird nicht Rajendra, sondern mit so einem Tsch ausgesprochen. Also Rajendra, würde ich jetzt raten zumindest. Und Devapala, bei dem ich absolut keine Ahnung habe, wie man es richtig ausspricht. Ich weiß noch nicht, worum wir uns kümmern. Mal gucken, worauf ich Bock habe. Aber damit sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen.
und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.